Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 2. Ich weiß jetzt nicht, was wir hier tun. Es ist, glaube ich, das Schiff, was entladen wird. Wir haben da einen Wischmopp, eine Leiter. Und ja, wir müssen wahrscheinlich La Liberté, achso, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie rauf. Psst. Eine Wache schiebt auf dem Deck Patrouillendienst. Er ist mit Sicherheit bewaffnet. Okay. Können wir zur Leiter jetzt? Ich glaube nicht, dass ich es die Leiter hochschaffe, bevor die Wache wiederkommt. Ups. Ich glaube nicht, dass ich es die Leiter hochschaffe, bevor die Wache wiederkommt. Wenn sie spricht vielleicht. Warte mal. Eins, zwei. Jetzt. Ich glaube nicht, dass ich es die Leiter hochschaffe, bevor die Wache wiederkommt. Ach so, vielleicht da? Vielleicht sollten wir erstmal dichter ran. Ah, ich verstehe. Und jetzt? Nicht? Doch. Komm hoch, schnell. Jetzt sind wir schon mal auf dem Schiff. Können wir den... Oh, oh. Das war nicht gut. Wo ist der Besen hin? Wo ist der Besen hin? Oh, oh. Ah. Wir können sterben in dem Spiel. Ja. Können wir hier vorne laufen? Nein. Gut, dann probieren wir es doch mal. Vielleicht darf ich nicht so schnell agieren. Ich muss warten, wenn der wieder den nächsten Rundlauf macht, dass ich dann vielleicht runter und dann vielleicht in den Schrank gehe oder... mal gucken. 3, 2, 1 und rüber. Komm. Jetzt. Das schaffst du, Nico. So, dann warten wir und dann geht's runter zum Schrank, oder? Oder aber, was wir auch machen könnten, warte mal, geht das? Warte, warte, schnell hoch. Na, wo bist du? Komm, Wärter, Wärter, Wärter. Ja. Das sieht gut aus. Komm, Nico. Schnell runter. Und? Tüdüt. Sehr schön. So, nehmen wir mal den Besen mit. Ach so. Wir verkeilen das einfach. Erwischt. Noch viel besserer. Sehr schön. Und jetzt? Was haben wir hier? Das Bullauge. Ein Bullauge der Hauptkabine. Ob wer da wohl zu sehen ist? Aber diese Frau war da, diese Collar. Sie wissen, dass ich es war. Aber Sie haben den Stein? Den richtigen Stein? Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Es ist der Jaguarstein. Da ist kein Irrtum möglich. Hier ist er. Karsak, die Polizei wird mich bald suchen. Bitte, Sie werden mich doch aus dem Land bringen, nicht wahr? Hören Sie doch auf zu jammern, Aubier. Haben Sie auch nur die leiseste Ahnung, was dieser Stein bedeutet? Ich dachte, Sie wollten damit den Eingeborenen Angst machen. Idiot. Ich werde diesen Stein ins Meer werfen. Aber warum? Er ist einmalig. Genau. Und wenn er fort ist, ist der Plan der Maya-Priester, Tezcatlipoca zu vernichten, zum Scheitern verurteilt. Aha. Ich versichere Ihnen, dass Tezcatlipoca nur eine mythische Figur ist. In was für einem kleinen Verstand Sie doch leben. Tezcatlipoca ist real. Ich habe ihn in meinen Träumen gesehen.
Wir haben uns über seine Pläne für diese Welt unterhalten. Wir haben auch über Ihre Rolle in diesen Plänen gesprochen. Meine Rolle? Er hat mir gesagt, dass Sie nützlich sein würden. Er hat mir gezeigt, wie ich Ihren Willen brechen kann, indem ich Sie den Drogen in die Arme treibe. Meine Frau ist gestorben. Das wissen Sie doch. Sie war mein Leben, meine Welt, nur darum... Und nun sind Sie nicht mehr nützlich. Oh oh. Wissen Sie, sie hat sogar ihren Namen geschrien, als sie starb. Was? Was reden Sie denn da? Und dann dachten alle, Sie wären es gewesen. Das hat perfekt geklappt. Sie? Sie wären es? Sie Bastard. Sie Monster. Um Gottes Willen. Karsak. Welcher Gott? Geh rein. Nimm mit. Ich kann nicht einfach seine Leiche fleddern, ohne mich erstmal zu vergewissern, ob er wirklich tot ist. Dann guck an. Es gibt keine sichtbaren Lebenszeichen, aber ich überprüfe sicherheitshalber, ob Aubier wirklich nicht mehr zu helfen ist. Okay. Wir werden den Stein brauchen, um Karsaks Pläne zu durchkreuzen. Ich weiß, Aubier wäre damit einverstanden. Und jetzt raus. Das war wirklich der Jaguarstein. Nein! Nein! Wo ist er? Los! Ja! Nachdem er den Dschungel durchquert hat, nähert sich George gerade dem Strand unter der Steinsäule als... What? Piraten. What? Ich drehe mich gerade zur Flucht als... Schnitt! Wie Schnitt? Wer zum Teufel sind Sie? Ich kann alles erklären. Sparen Sie sich die Mühe. Haben wir gerade einen Fotobomb verursacht hier? Was ist hier los? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass Sie hier einen Film drehen. Also, wer sind Sie? Stobbert, George Stobbert, mit 2 B und 2 T. Ist gut gegangen, Mr. Hawks. Er war nicht im Bild. Hawks, das hier muss Carlton Hawks sein, das neueste Enfant Terrible der Filmschickeria. Ich hatte etwas über ihn gelesen. Postsortierer macht Karriere. Gut zu wissen, dass man immer noch Regisseur werden kann, wenn man nichts weiter vorzuweisen hat, als eine umfassende Kenntnis aller Post-Sonderzustellungsgebühren und Zuschläge. Halt dich aus dem Bild, Surferboy. Ich kümmere mich später um dich. Surferboy? Na, ein bisschen schon, ja. Wie heißt der Film? Soll das ein Scherz sein? Nö. Das ist die Schatzinsel. Das einzige Buch, das ich 2-mal gelesen habe. Ich kann mich gar nicht an Mädchen in der Schatzinsel erinnern. Ich muss an die Besucherzahlen denken. Die Leute mögen sowas. Welche Änderungen haben Sie denn sonst noch so an der Story vorgenommen? Nur ein paar kleine Details. Sie haben doch wohl Long John Silver. Stellen Sie meine Integrität als Künstler in Frage? Natürlich ist Silver noch drin. Wir haben sogar Captain Flint beibehalten. Und seinen Papagei. Seinen trainierten Kampffalken. Warum glauben Sie, ist der blinde Krüppel blind? Sagten Sie, Sie haben das Ende der Geschichte umgeschrieben? Stimmt genau. Wie ich schon sagte, es würde dem guten alten Robbie Stevenson gefallen. Finden Sie den Schatz? Ja, aber erst später, nachdem Sie aus dem Vulkanausbruch entkommen sind. Ein Vulkan? Klar, Krakatoa. Da vergeudet man so viele Millionen für einen Film und keiner denkt mal dran, einen Atlas zu kaufen. Wer spielt den Jim Hawkins? Heiko McGavin. Sagen Sie jetzt bloß nicht, Sie hätten noch nie von ihm gehört. Ich gehe eher selten ins Kino. Himmel, das ist der heißeste Teenie-Star in Hollywood. Darum haben wir ja so einen knappen Terminplan für diesen Dreh. Wir müssen die Nahaufnahmen im Kasten haben, bevor er in die Pubertät kommt. Wer ist die weibliche Hauptrolle? Erkennen Sie sie nicht? Nein. Das ist Sharon Kowalski. Was? Oh, stimmt, ja. Habe ich noch nie von gehört. Vor allem dieses Fleischkostüm, was sie anhat. Ja, das sieht man ja, weiß ich nicht. Sie wissen doch, wie die Einheimischen diese Insel nennen, oder? Nein, aber ich schätze, Sie werden es mir verraten. Insel der Zombies. Zombies?
Ein verrückter Glanz beginnt in seinen Augen zu leuchten. Holt mir die Drehbuchautoren, die Maskenbildner zu mir. Ich will Zombie-Piraten in diesem Film, bevor es dunkel wird. Das wollte ich jetzt nicht. Hi, ich bin George Stobbart. Ich heiße Harris, aber die meisten nennen mich Flash. Sie sind der Kameramann, richtig? Das stimmt auffallend. Warum nennt man Sie Flash? Waren Sie früher mal Fotograf oder so? Nö. Ich beschloss, nicht weiter nachzufragen. Es gibt nichts weiter, was ich vom Kameramann wissen will. Okay. Wer bist du? Hi, George Stobbart. Hallo, Kumpel. Sie sind Engländer, richtig? Du merkst aber auch alles, wie? Bert Savage, hast du gesehen, was es heute zu essen gibt? Rosinen, Brötchen und Pfannkuchen. Klingt scheußlich. Immerhin eine Verbesserung gegenüber gestern. Die Brötchen sind gammelig, aber die Pfannkuchen kommen verdammt gut. Wie lange sind Sie schon im Filmgeschäft? Eine Menge Jahre, Kumpel. Eine ganze Menge Jahre. Vorher war ich in der Armee. Da dachte ich mir, du riskierst hier jeden Tag deinen beschissenen Hals. Da kannst du auch gleich Knete mitmachen. Und da wurden Sie Stuntman? Einfach so? Nee, natürlich nicht. Ich musste das erstmal lernen. Ach, der Stunt-Double. Guck mal hier. Da. Wie lernt man denn, ein Stuntman zu werden? Erst haben sie mir gesagt, ich soll mich mitten auf die Straße stellen und dann haben sie mich überfahren. Direkt drüber. Im verdammten Auto. Einfach so. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich war auf die Motorhaube rauf und hinten wieder runter, bevor ich überhaupt richtig mitgekriegt habe, dass er nicht anhält. Und dann haben sie mich noch ein bisschen die Treppen runtergeworfen und mir mein Diplom gegeben. Haben Sie jemals mit Carol Climax gearbeitet? Ich meine den Dachshund. Können Sie aber annehmen. War eine verdammte Prinzessin, Kumpel. Ich habe gehört, sie sah sehr gut aus. Hat sich auch benommen wie eine, weißt du? Hier was befohlen, da was verlangt. Okay. Haben Sie jemals Bertrand Aubier kennengelernt? Kennengelernt nicht, nee. Paar Mal gesehen habe ich ihn. Mochte nicht, wenn seine Frau in Filmen auftrat. Glauben Sie, dass Aubier seine Frau umgebracht hat? Würde mich gar nicht wundern, wenn es so wäre. Obwohl, es gibt ja eine Menge Leute, die sie abgemurkst haben könnten. Ich dachte, ihr Publikum liebte sie. Klar. Nur die Leute, die sie kennengelernt haben, die sahen ihre dunkle Seite. Haben Sie sowas hier schon mal gesehen? Was ist denn das, Kumpel? Eine Steinaxt? Nein, nur ein poliertes Stück Stein. Sehr nett. Wirklich hübsch. Bisschen aufmotzen, dann bekommst du sogar ein paar Kröten dafür. Das will ich ja hoffen. Was halten Sie von diesem Lippenstift? Oh, sehr nett. Rerapus. Ich dachte, das heißt scheußlich. Ich war doch nur ein bisschen sarkastisch. Sieht doch aus wie eine Hautkrankheit, das Zeug. Da kann er vielleicht nicht Unrecht haben. Was ist denn hier? Ein Busch? Ein Gebüsch. Man gebe mir ein Gebüsch. Als ich mich dem Busch nähere, beginnt er ärgerlich zu summen. Okay. Oh, warte mal. Können wir hier Brötchen nehmen? Das Brötchen ist so alt, dass es sich wie ein Stein anfühlt. Oh, das ist gut. Was haben wir noch? Sirup? Ich habe schon eines dieser Antikbrötchen. Vielen Dank. Antikbrötchen. Schön. So, Sharon Kowalski heißt sie, ja? Ach, das ist so richtig, wow, Künstlername. Hallo, ich bin George Stobbart. Oh, hallo, Hübscher. Du bist aber niedlich. Ich wünschte, du würdest die männliche Hauptrolle spielen, statt dieses Bürschchens. Ich kann nicht schauspielern, Madam. Na und? Ich wette, du kannst küssen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich diese Unterhaltung mit einem echten Filmstar führe. Wie fühlt man sich so, wenn man das Rampenlicht mit einem Schauspieler teilen muss, der jung genug ist, dass er ihr Sohn sein könnte? Was soll das heißen? Was halten Sie von Hawks Neufassung der Schatzinsel? Ist wohl okay, nehme ich an. Ich habe das Original nie gesehen. Es ist ein Buch, eines meiner Lieblingsbücher. Echt? Der Roman zum Film ist schon draußen? Oh mein Gott. Welche Rolle spielen Sie? Piratenbabsi, die gnadenlose und leidenschaftliche Freibeuterin. Ist eine prima Rolle. Ich komme viel zum Küssen und ich kann Leute in den Arsch treten. Gefallen dir die Stiefel? Ja. Hätten Sie gerne diesen Lippenstift? Sehr nett von dir, Süßer. Aber ich bevorzuge Scharlachrot.
Oh, den Schlipper geben wir ja gleich mal. Möchten Sie dieses Brötchen? In Ordnung. Oh, warte mal. Hawks beobachtet mich. Lass es ihn nicht sehen. Oh, oh, er schaut genau zu mir rüber. Was ist los? Egal, steck nur das Brötchen weg und tu so, als hättest du gar nicht mit mir gesprochen. Was halten Sie hiervon? Bäh, das ist ja scheußlich. Sie haben ja keine Ahnung, wie weit Sie gerade in meiner Achtung gestiegen sind. Oh mein Gott. Schauen Sie sich dieses antike Maya-Kunstwerk mal an. Das ist doch nur ein Stück Stein, in das jemand ein Bildchen gekratzt hat. Ja. Tja, in gewisser Weise schon, ja. Sie haben nicht zufällig irgendwo etwas Ähnliches gesehen? Nein. Das ist schlecht. Ich habe diesen Schilfhalm in einem Sumpf auf der anderen Seite der Insel gefunden. Ach, wirklich? Ja. Und ich habe damit einen vergifteten Pfeil auf einen wilden Eber abgeschossen. Das war Leben, echtes Abenteuer, nicht nur eine Filmszene. Ja, George! Sie hat Probleme mit dieser ganzen Theorie von wegen, das wirkliche Leben ist kein Film. Das wirkliche Leben ist kein Film. Hallo, George Stobbart. Aha, ja. Pubertät? Michael McGavin. Du spielst Jim Hawkins, stimmt's? Jimbo. Ich habe Mr. Hawks den Namen ändern lassen. Jimbo Hawkins, okay. Jimbo? Oh mein Gott, die verunglimpfen dieses Buch. Heißt du wirklich Haiku? Ja, aber das war die Idee meiner Mutter, okay? Als ich geboren wurde, war ich sowas von dermaßen klein und perfekt geformt, dass ich sie an ein japanisches Gedicht erinnert habe. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Stell dir bloß mal vor, sie hätte dich Limerick genannt. Das ist mein zweiter Vorname. Ja, ich klicke schnell weiter. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich nenne das, was ich hier tue, nicht Schauspielerei, Mann. Da bist Nein. du nicht der einzige, Freundchen. Ich sehe es mehr so, dass ich die Stimme meiner Generation bin. Was ich sage, das sage ich für die Kids auf der Straße. Aha, Texte wie, ich bin Müll, ich habe keine Zukunft. Hä? Was redest du denn da, Mann? Stobbart, gehen Sie aus dem Set. Alle Mann auf Ausgangsposition. Ich hole einen Malblock und erkläre es dir später, Haiku. Okay, jetzt gibt's Action. Haiku, Baby, bist du soweit? Okay, Mann. Welche Szene ist das jetzt? Du bist von Silvers Komplizin gefangen genommen worden. Von Piraten, Babsi, die sich in dich verliebt hat. Das pfeifende Geräusch, das sie im Hintergrund hören, ist Robert Louis Stevenson, der mit doppelter Schallgeschwindigkeit in seinem Grab rotiert. Okay, Leute. Geht los oben auf Seite 76, Sharon. Was ist mit meinem großen Monolog? Ist gestrichen. Alle Mann fertig? Kamera läuft. Ruhe im Set. Okay. Etwas Magie, Leute. Oh ja, bitte. Und Action. Warum vergisst du nicht den blöden alten Squire und seine Hampelmänner? Siehst du denn nicht, dass wir füreinander geschaffen sind? Ich weiß, aber der Squire Trelawney hat mein Leben gerettet, Captain Babsi. Also, wenn der da nicht gewesen wäre, dann hätte mich dieser Riesentintenfisch aber sowas von dermaßen zur Sau gemacht. Aber jetzt hält er dich für einen Verräter. Er hat dich aus der Palisadenfestung ausgeschlossen, Jimbo. Ach was, so ein 6-Meter-Zaun kann vielleicht Silvers Männer aufhalten. Aber mich kann das Ding doch sowas von nicht beeindrucken. Oh, Jimbo. Oh mein Gott. Und Schnitt. Das schwere Atmen war gut, Sharon. Kinderspiel, bin doch ein Profi. Oh mein Gott. Was hast du das schwere Atmen auch drin, Flash? Hab ich doch immer, Boss. Wir hätten diesen Streifen in 3D filmen sollen. Heiko, du warst großartig. Wir machen jetzt gerade den Stunt klar. Also schnapp dir so lange ruhig einen Happen zu essen. Oh mein Gott. Savage, ins Set verdammt nochmal. Gut, ich mache an der Stelle ein kleines Folgenpäuschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss jetzt mal drüber hinwegkommen. Das wird so ein toller Film. Nicht. Euer Firefox.